Na, ist Kompost das Gold in unseren Beeten? Schöne, lockere und fluffige und nährstoffreiche Erde. Leider muss ich hier den Teufelsadvokat wieder spielen und auch die Frage stellen, ist das wirklich so, dass das die Power für unsere Pflanzen ist oder ist die meiste Power bereits schon verflogen? Das Interessante ist dieser Zersetzungsprozess, wo wir einen Haufen Regenwürmer, Pilze und Bakterien haben, die halt hier viel Energie verursachen und unsere Pflanzen ja auch davon leben. Sie leben nicht nur von den toten Nährstoffen, sie brauchen auch das Leben in Form von Mikroben und auch Pilzen, die halt hier diese Nährstoffe lebendig machen und unsere Pflanzen mithilfe der Endozytose diese über ihre Wurzeln aufnehmen und in Symbiose mit den Pflanzen gehen. Das macht gesunde Pflanzen. Von daher bin ich zum Beispiel ein großer Freund von Flächenkompostierung oder auch von Mulch. Und das ist ja auch der Grund, warum Mulchen und Flächenkompostierung auch so gut funktioniert, um gesunde und vitale Pflanzen zu bekommen. Den Komposthaufen nutze ich lediglich nur, wenn ich zum Beispiel Mist habe, der viel zu scharf ist für meine Pflanzen und hier die Wurzeln verbrennen würde. Wenn ich zu viel Laub habe, was einen hohen Gerbstoffanteil hat, wie zum Beispiel Walnuss oder auch Eiche im Herbst, oder wenn ich zum Beispiel sehr viel Beikrautsamen habe und die jetzt nicht unbedingt direkt wieder bei mir im Beet haben möchte, oder ich einfach Sachen habe wie zum Beispiel einen Bokashi, den ich jetzt nicht als Mulchmaterial nutzen möchte bei der Flächenkompostierung, sondern hier als Aktivator für meinen Kompost, so am bestmöglichen Erdisier, damit die Mikroorganismen da auch geschützt sind. Wobei ich auch sagen muss, dass der Komposthaufen bei mir mehr ein Hügelbeet ist, weil ich da jedes Jahr immer meine Kürbisse reinsetze und die wachsen und wuchern ohne Ende und schenken mir richtig große Früchte, sind eigentlich so gut wie nie krank. Erst wirklich dann, wenn wir Mitte Oktober sind oder auch Anfang November, rafft dann hier das Mehltau und macht die Pflanzen dann letztlich kaputt, aber sonst super vitale Pflanzen und dafür nutze ich halt sehr gerne den Komposthaufen oder wenn ich halt mal wirklich so viel organisches Material zur Verfügung habe, wo ich halt nicht auf meine Beete ausbringen kann, weil es dann viel zu viel Mulchmaterial wäre. Nichtsdestotrotz hat die Flächenkompostierung hier sehr viele Vorteile. Einerseits ist der Boden bedeckt, dadurch arbeitet das Bodenleben und wie ich ja vorhin erwähnt habe, wenn das Bodenleben aktiv ist, bekomme ich gesunde und vitale Pflanzen, die auch frei von Krankheiten sind. Durch das Bodenleben haben wir auch hier ein Gleichgewicht von den ganzen Mikroben, wodurch halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten entstehen, um einiges geringer ist. Außerdem in dieser Zeit, wo wir jetzt zum Beispiel bei mir in der Region seit Wochen wieder keinen Regen gesehen haben und bei vielen schon wieder der Boden rissig geworden ist, ein Albtraum, und der Boden wirklich pupsstaubtrocken ist, während hier bei mir alles schön feucht ist, hilft der Mulch, dass der Boden weiterhin krümlich bleibt und das Wasser nicht so schnell verdunstet, also die Erosion durch Wind und Sonne um einiges geringer wird. Ich arbeite auch sehr gerne mit Holzhackschnitzel, um halt hier Pilze anzusiedeln, besonders die Mykorrhiza-Pilze, weil sie hier mit meinen Pflanzen in Symbiose gehen. Und das führt einfach dann dazu, dass halt die Pilze tiefere Erdschichten mit der Pflanze erschließen mit den Wurzeln, besseren Zugang zu Wasser haben und auch hier mehr Nährstoffe von unten nach oben gebracht werden und die Pflanzen im Allgemeinen viel gesünder werden. Allerdings solltest du darauf achten, wenn du Holzhackschnitzel nutzt, weil die halt sehr einen hohen Kohlenstoffanteil haben und die brauchen halt sehr viel Stickstoff. Stickstoff wird ja auch benötigt, damit die Pflanzen grün werden und auch wunderbar wachsen. Tue ich halt das Holzhackschnitzel immer gerne mischen, beispielsweise mit Mist. Schafswolle auch optimal und super, sehr, sehr guter Stickstofflieferant und auch ein wunderbarer Schneckenschutz. Oder auch hier mit Grasschnitt oder mit Laub einfach mulchen. Wie wir es bei der Schichtung von einem Komposthaufen natürlich auch kennen. Weiterer enormer Vorteil von der Flächenkompostierung ist, dass ich keine Fruchtfolge oder viel Felderwirtschaft anwenden muss. Hier hinter mir zum Beispiel, wenn dann die weiteren Gurken wachsen, da wachsen schon seit 5 bis 6 Jahren immer die gleichen Gurken, immer an derselben Stelle zur gleichen Zeit. Im Herbst habe ich dann meine Fruchtfolge, eventuell ein bisschen Salat oder auch Phacelia. Das ist die einzige Gründüngung. Aber auch hier bei meinem Folientunnel oder auch im Gewächshaus landen die Auberginen und Paprika und Tomaten immer an der gleichen Stelle. Haben bis jetzt wunderbar getragen, haben noch keine Krankheiten oder sonst irgendwelche Probleme. Liegt halt einfach daran, weil ich ja diese Flächenkompostierung nutze und auch zum Teil im Winter mehrere Zentimeter dick Mulche oder auch hier ein Lebendmulch mache in Form von Pflanzen. Bodenleben ist ja immer wieder aktiv, Bakterien sind da, Nährstoffe sind da und der Boden wird nicht einseitig genutzt, wie beispielsweise bei der konventionellen Landwirtschaft, die ja angewiesen sind auf diese Fruchtfolge, weil sie sehr lange und Riesenfläche Monokultur haben, die Böden ausgelaugt sind, der Boden stark bearbeitet wird und jetzt bei der jetzigen Dürrezeit die einfach gnadenlos auch austrocknen und der Boden einfach an Fruchtbarkeit verliert.
Und der wichtigste Punkt von allen, du sparst Zeit, du sparst Energie und du sparst auch Platz. Du musst ja keinen Kompost mehr unnötig aufschichten, kannst dann hier diese Zeit, die Energie und auch den Platz anderweitig nutzen, eventuell neue Beete anlegen, die du auch so anlegst, dass du halt auch zu einem faulen Gärtner wirst, wirst einfach effizienter. Lediglich diesen natürlichen Kreislauf solltest du bei dir im Garten etablieren. Also wirf so viel wie es geht an organischem Material auf deine Beete. Küchenabfälle, wenn sie jetzt unfermentiert sind, vorne weg vom Bokashi, nichts gekochtes. Ich würde dann so biologisch wie möglich und auch keine Fleisch- oder Knochensachen damit reinwerfen, weil sonst lockst du unnötig Ratten an. Hier den Bokashi nutzen, werde ich hier unten in der Videobeschreibung einige Videos verlinken, wie ich das mit dem Bokashi handhabe. Ist wirklich eine wunderbare Methode, um halt hier wirklich den Kreislauf komplett zu schließen. Also, wenn du noch zum faulen Gärtner werden möchtest mit riesengroßen Erträgen, empfehle ich dir hier noch die beiden weiteren Videos von meinem Kanal. Sind wirklich sehr interessant und spannend. Eventuell ist da was für die Gesundheit dabei, je nachdem, wofür du dich interessierst. Gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du schon lange Dauerhumus machst, ob das bei dir jetzt schon mit ein Teil ist, dass wirklich kein Fleckchen Erde offen ist. Sonst kannst du den Kanal auch kostenlos abonnieren, verpasst du nichts, wenn ich ein neues Video hochlade und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.